Wie erschließe ich mir einen wissenschaftlichen Text? Ich habe Ihnen 5 Bausteine dafür zusammengestellt, nämlich was, was sind die Fragen und die Thesen, wie, welche Methoden werden angewandt, für wen ist der Text geschrieben, noch einmal wie, welche Argumentation liegt vor und noch einmal was. Was ist das Ergebnis? Beginnen wir mit dem ersten Was. Immanuel Kant hat gesagt, es ist schon ein großer und nötiger Beweis der Klugheit oder Einsicht, zu wissen, was man vernünftigerweise fragen solle. Und die philosophischen Teilgebiete stellen eben verschiedene Fragen und geben dann auch unterschiedliche Antworten. Argumente, Methoden und Schlussfolgerungen unterscheiden sich, je nachdem, ob sie die Frage stellen, was wahr ist oder was moralisch gut ist. Das heißt zum Beispiel eine Frage der praktischen oder eine Frage der theoretischen Philosophie formulieren. Beide ließen sich vielleicht wie Äpfel und Birnen beschreiben, die man eben nicht immer miteinander vergleichen kann. Und zu den Birnen zählen zum Beispiel die Wissenschaftstheorie, die Erkenntnistheorie, die Ontologie, die Logik oder die Sprachphilosophie. Bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass die praktische und die theoretische Philosophie nicht nur wie Äpfel und Birnen sind, sondern eher wie Birnen und Radieschen. Aus der praktischen Philosophie ließen sich zum Beispiel die Rechtsphilosophie, die politische Philosophie oder die Ethik nennen. Und dann gibt es noch so merkwürdige Zwischenformen, die Tomaten. Zum Beispiel die Metaethik oder die Social Epistemology. Letztere stellt Fragen danach, wie sich bestimmte soziale Ungerechtigkeiten auf die Erkenntnistheorie auswirken und andersherum. Ich verdeutliche das Ganze nochmal an einem konkreten Beispiel. In der Logik hat Kant 4 berühmte Fragen formuliert, nämlich was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen und was ist der Mensch? Die Frage, was kann ich wissen, hat Kant als Metaphysik bezeichnet. Heute würden wir sagen, sie gehört in den Bereich der Erkenntnistheorie, ist also eindeutig eine Birne. Die Frage, was soll ich tun, ist eindeutig ein Radieschen, eine Frage der Moralphilosophie. Was darf ich hoffen, ist eine Frage der Religionsphilosophie und die ließe sich als Tomate beschreiben, denn es geht dabei um Fragen der Erkenntnistheorie, aber auch praktische Fragen. Kant sagt, dass die ersten 3 Fragen alle in der letzten enthalten sind. Was ist der Mensch? Eine Frage der Anthropologie, in der tatsächlich alles zusammenkommt. Die Frage, was kann ich wissen, gehört in den Bereich der Erkenntnistheorie. Und Kants Erkenntnistheorie ist Transzendentalphilosophie. Hier bietet sich ein begriffsgeschichtlicher Exkurs an. Das Wort Transzendent leitet sich vom lateinischen Transcendere ab. Und das setzt sich zusammen aus Trans, hinüber, und Scandere, schreiten oder steigen. Das heißt, wenn wir über etwas Transzendentes nachdenken, geht es um etwas, das etwas übersteigt. Oft geht es um etwas, das die physische Welt übersteigt. In diesem Sinne hat sich der Philosoph Leibniz gefragt, was auf der anderen Seite liegt. Und zwar wortwörtlich, gewissermaßen im Jenseits. Er hat sich Fragen nach Gott oder auch der Unsterblichkeit der Seele gestellt. Dann kam Kant. Und auch Kant hat sich gefragt, was auf der anderen Seite liegt. Natürlich war er auch neugierig, aber er war kritischer, könnte man sagen. Er hat sich primär gefragt, wie komme ich denn überhaupt dahin? Das heißt, was genau muss ich eigentlich überschreiten, um dorthin zu kommen, um zum Beispiel die Frage nach Gott beantworten zu können? Und welche Mittel habe ich, um das zu tun? Und wenn wir uns dieses Boot hier angucken, dann kommt es dem ganz schön nahe, was Kant sich unter dem menschlichen Verstand vorgestellt hat. Der ist nämlich gar nicht so gut ausgestattet. Kant hat auch gesagt, der Mensch ist aus krummem Holze gemacht. Und das trifft hier eigentlich ganz gut zu. Er hat sich also gefragt, was muss ich überhaupt mitbringen, um zum Beispiel Fragen über Gott beantworten zu können? Kann ich das mit meinem endlichen, unvollkommenen, menschlichen Verstand überhaupt leisten? Kant selbst gibt uns eine sehr schöne Definition. Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen überhaupt beschäftigt. Das heißt, die Transzendentalphilosophie beschäftigt sich nicht mit Gegenständen, auch nicht mit transzendenten Gegenständen wie Gott oder der Unsterblichkeit der Seele, sondern sie fragt zuerst danach,
wie ich diese Gegenstände überhaupt erkennen kann, ob ich sie überhaupt erkennen kann. Und damit sind wir ganz klar im Bereich der Erkenntnistheorie und der Frage, was kann ich eigentlich überhaupt wissen? Damit kommen wir zum Wie, den Methoden. Und die haben es in sich. Was genau sind eigentlich philosophische Methoden? Es wäre schön, wenn sie funktionieren würden wie ein Backrezept zum Beispiel. Man nehme 200 Gramm Erfahrung, 2 Esslöffel a priorische Verstandesregeln und eine Prise Vernunft und erhält einen schönen Kuchen. Oder wenn das Ganze so funktionieren würde wie in der Mathematik, in einer Rechenoperation. Leider ist das nicht der Fall. In der Philosophie geht es vielmehr darum, wie und warum welche Fragen gestellt werden. Darüber können wir uns die Methode erschließen. Die Transzendentalphilosophie ist eine Denkschule. Die zugehörige Methode könnte man transzendentales Hinterfragen oder Begründen nennen. Ziel ist es dabei immer, die Bedingungen der Möglichkeit aufzudecken, entweder von Erkenntnissen oder auch von normativen Argumenten. Das heißt, wir haben es zum Beispiel mit Kritik zu tun, wie in Kants transzendentaler Methodenlehre. Die fragt, welche Mittel wie und wofür sinnvollerweise eingesetzt werden sollten und vor allem, wofür nicht. Es handelt sich dabei um eine selbstbeschränkende Reinigung der Vernunft. Oder eine transzendentale Methode kann auch in Form von transzendentalen Argumenten vorliegen. Dabei handelt es sich um Letztbegründungen, die nicht mehr sinnvoll bestritten werden können. Ein Beispiel ist Karl Otto Apels Transzendentalpragmatik. Dabei geht es darum, die notwendige Bedingung der Möglichkeit zu finden, ethische Ansprüche begründet formulieren zu dürfen und zu müssen. Es handelt sich also um eine reflexiv-selbstreferenzielle Theoriebildung. Die Methode, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, ist also das transzendentale Begründen oder Hinterfragen. Und das Ziel ist immer, die Bedingungen der Möglichkeit aufzudecken. Philosophische Methoden haben es also tatsächlich in sich, aber es lohnt sich, sie im Text zu identifizieren. Denn wenn Sie einmal die Methode identifiziert haben, erschließt sich der restliche Text viel einfacher. Damit kommen wir zur Frage, für wen? Die Frage, für wen, sollten Sie nicht unterschätzen. Denn je nachdem, an welches Publikum sich das Ganze richtet, ist der Text sehr unterschiedlich geschrieben. Handelt es sich zum Beispiel um ein Einführungswerk, wie diese beiden, dann ist es etwas oberflächlicher geschrieben, es ist allgemeiner gehalten, es ist aber auch leichter verständlich und es ist in der Regel neutral. Das heißt, hier vertritt der Autor oder die Autorin keine eigene Position. Wenn es sich dagegen um Fachbeiträge handelt, wie in diesem Sammelband, dann haben Sie Positionen der Autoren und Autorinnen. In einem interdisziplinären Sammelband wie diesem ist es immer noch etwas oberflächlicher geschrieben, das heißt auch etwas allgemeinverständlicher, damit es von anderen Fachkollegen und Kolleginnen auch verstanden werden kann. Wenn Sie dagegen einen fachspezifischen Beitrag haben, wie zum Beispiel in diesen Fachzeitschriften, und lassen Sie sich nicht irritieren, die sehen meistens aus wie Bücher, dann haben Sie eine relativ tiefgehende Diskussion des Themas, Sie haben auch deutlich mehr Fachvokabular, und Sie haben es insgesamt etwas komplexer dargestellt. Oder handelt es sich um einen populärwissenschaftlichen Beitrag, wie zum Beispiel in dieser Zeitschrift. Die Beiträge hier sind etwas oberflächlicher geschrieben, dafür aber auch sehr interessant und teilweise sogar mit Ironie. Damit kommen wir noch einmal zur Frage, wie. Ist die Argumentation logisch? Ist sie widerspruchsfrei? Wird sie durch gute Beispiele gestützt? Und sind diese zielführend und anschaulich? Überzeugt es Sie? Damit kommen Sie auch zum letzten Punkt, nämlich noch einmal was. Was ist das Ergebnis? Beantwortet der Text seine Fragen und belegt er seine Thesen? Das war mein Tutorial zur Texterschließung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und der Buchhandlung Neues Kapitel danke ich dafür, dass ich hier drehen durfte.